wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber auf jeden Fall, ich weiß gar Nein, nicht mehr, war wie ich gut. den Satz, war gut, ne? Aber War gut. egal. Lassen wir auch drin, schneiden wir nicht raus. Und ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen von FXZ. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich, dass Carsten wieder die Zeit für uns gefunden hat, heute Abend das Webinar zusammen zu veranstalten. Und bevor ich den Bildschirm dann auch übertrage, wie immer müssen wir kurz über den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann, lieber Carsten, kriegst du jetzt den Bildschirm und ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist. Alles klar, Nelson, danke. So. Der ist nicht, der ist es, glaube ich. Ihr müsst Kursgewinne durch Börsensektoranalyse sehen. Richtig. Okay, supi. Dann fangen wir an. Also auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend. Ist mal wieder soweit. Wir schauen uns die Branchen oder die Sektoren an. Es gibt ja da mal Unterschiede. Der eine sagt, Branche ist das Gröbere, der Sektor ist das Feinere. Im Englischen ist es Sektor. Die Branche und Industry, sage ich mal, der stärkere, sage ich mal, eingeschränkte Bereich. Wir gucken uns den groben Bereich an, und zwar die Branchen letztendlich. Okay, so, dann legen wir mal los. Risikohinweis hat Nelson schon gemacht. Was bei mir hinzukommt, ist, wenn ich den einen oder anderen Wert, also Aktie oder ETF, vorstelle, kann es sein, dass ich dort selbst investiert bin und dann gibt es eventuell einen Interessenskonflikt. Also von daher muss ich euch darauf hinweisen, dass ihr das bitte beachten mögt. So, über mich, die meisten kennen mich ja schon. Ich bin Carsten Berger, bin 54 Jahre, von Beruf Diplom-Verwaltungswirt und wohne, hat man sicherlich auch schon ein bisschen gehört, in der Nähe von Berlin. Der berlinerische Akzent kommt vielleicht doch das ein oder anderen Mal durch. Börse ist schon mein Steckenpferd seit dem 17. Lebensjahr. Beruflich habe ich eigentlich was anderes gemacht. Ich war seit dem 17. Lebensjahr 29 Jahre bei der Berliner Polizei, dort zum Schluss Einsatzleiter auf einer Sondereinheit für Jugendkriminalität und Bandenkriminalität. Und Börse hat mich aber nie verlassen. Und aufgrund des angespannten, sage ich mal, Arbeitszeitverhältnisses, was ich hatte, ich hatte mal sehr viel Zeit auf Arbeit, muss ich das ja nebenberuflich machen. Und da musste ich mir halt, sage ich mal, sehr viel Wissen aneignen, was zu meiner Freizeit und dem normalen Leben passt. Und das ist halt Tageschart. Intraday-Handel kostet halt einfach wesentlich mehr Zeit, die man vor dem Rechner verbringen muss. Intraday-Handel ist einfach auch aufreibender und ich brauchte halt etwas, was ein bisschen ruhiger ist und wo man die Märkte analysieren kann, wenn sie halt zu sind. Das heißt, wenn eine Tageskerze geschlossen ist, dann kriege ich ein Signal zum Beispiel. Und von daher schauen wir uns einfach mal das System an. Das kennt jeder, ist immer wieder die gleiche Einleitung. Das mache ich, weil wenn neue Leute dazukommen, dass sie einfach mal grob wissen, wie das überhaupt geht. Also um überhaupt sich einen Überblick über die Märkte zu verschaffen, muss man sich einen Index anschauen. Am meisten natürlich die amerikanischen Indizes oder die deutschen Indizes. Und da treffe ich schon eine Vorauswahl, ob ich mehr in Amerika handeln möchte, aufgrund der aktuellen Situation im Markt oder ob ich sage, nee, Deutschland ist eventuell doch der Wert oder sage ich mal der Bereich, das Land, wo ich dort meine Aktiengeschäftchen tätige. Das hängt einfach mit der Chartsituation zusammen. Wenn ein Chart besser aussieht als der andere, dann gehe ich natürlich eher in diesen Chart hinein als jetzt in den amerikanischen Chart, der zurzeit gar nicht so gut aussieht, wie wir das gleich sehen werden. Und wenn ich mich entschieden habe, sage, okay, Deutschland ist es, weil der Markt dort einfach besser aussieht, das werden wir heute auch sehen, dass man das ganz klar erkennen kann. Und dann treffe ich noch die Auswahl, was wird denn das für ein Index? Ihr wisst ja alle, es gibt den DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und auch für Small Caps letztendlich. Und da ist es schon interessant zu wissen, gehe ich da in die großen Firmen, in die kleineren Firmen, in die ganz kleinen Firmen zum Beispiel rein. Timing spielt auch eine wichtige Rolle. Was ist Timing? Timing ist nichts anderes zu sagen, wann gehe ich in den Markt und wann sind für mich die günstigeren Bedingungen. Für mich sind die günstigeren Bedingungen immer dann, wenn der Markt stark angestiegen ist und wieder zurückkommt. Also
eigentlich in die Korrektur reinzugehen. Und darüber kann ich auch mein Depotrisiko steuern, um zu wissen, wie ist denn der Gesamtmarkt, wie sehen die Indizes aus, sind die eher bullisch? Dann gehe ich mit mehr Geld in meinem Depot rein, heißt die Positionsgrößen werden größer von den Aktien und ich werde auch mehr, sag ich mal, Positionen aufbauen in Aktien. Wenn ich festgestellt habe, oh, das ist jetzt Deutschland, meinetwegen, dann schaue ich mir auch dort die Branchen an. Na, was ist jetzt hier die Branche, die jetzt gut läuft? Und das Auswahl- und das Timing-System ist das gleiche wie bei den Indizes, also man muss sich da jetzt nichts Neues aneignen. Wenn ich festgestellt habe, zum Beispiel Stahl wäre jetzt super, dann gehe ich eine Etage tiefer, dann nehme ich mir die ganzen Stahlaktien oder die Industrie, die damit was zu tun hat. Und dann geht das nach dem gleichen Prinzip wieder Auswahl finden. Ja. Welche sind die besten, dynamischsten Aktien? Und dann das Timing, wenn sie in der Korrektur dran sind, dann geht es für mich daran, einen Einstieg zu finden. So ist das Grundprinzip. Wenn Fragen sind, ich habe hier das Fragen-Panel geöffnet und ihr könnt die einfach da reinschreiben. Ich mache das für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr Fragen stellt, weil direkten Kontakt kriegt ihr so schnell nicht. Könnt mir natürlich auch eine E-Mail später schicken, das geht auch. Finde ich immer recht spannend, was immer so für Zuschriften kommen. Ich beantworte alle E-Mails, manchmal dauert es ein bisschen länger, wenn es ein bisschen mehr werden. Aber scheut euch dann nicht, die Kontaktdaten kriegt ihr noch. Kleiner Tipp, wer das nachvollziehen möchte, so ein bisschen wie meine Herangehensweise ist, der kann auf meiner Homepage sich hier unter Marktvorbereitung und Watchliste, guckt so einmal die Woche raus. Da sieht man zum Beispiel, was ich für Trades gemacht habe. Und das ist halt die Marktvorbereitung. Die habe ich am Samstag gemacht. Das letzte Mal, wo ich sage, ich mache sie am Samstag, wenn jetzt, weil ich habe ja immer Samstag genommen, weil es halt, sage ich mal, gut reinpasst und in die nächste Woche. Aber mir haben viele geschrieben, Mensch, machst dir so viel Mühe, aber du hast nicht immer Signale. Ist ja klar, wenn der Markt nicht in der Korrektur ist, dann kriege ich kein Signal. Das heißt, ich finde keine Branche, die zum Beispiel gerade irgendwie lobenswert ist, damit man da einsteigen kann. Und deshalb mache ich das jetzt, diesen Newsletter oder diesen Blog schreibe ich dann, wenn ich etwas finde. Das heißt, wenn ich eine Branche entdecke, wo ich sage, da lohnt es sich, dort hineinzugehen. Das macht natürlich absolut Sinn, weil dann ist man aktuell dabei. Und man kann hier ganz genau sehen, wie ich da vorgehe. Das ist auch im Chart, das ist lustig, dass ich gesagt habe, im S&P 500 werde ich nichts in dieser Woche tun, weil ich eine Korrektur befürchte. Das steht hier. Was mache ich aktuell? Also da wird jetzt nicht geredet, wo ich den Markt irgendwo sehe, sondern es gibt eine Szenarioanalyse, was ich mache, wo er gerade ist, weil ich weiß nicht, wo er hingeht. Also wer mir das mal erklärt, der weiß, wo es hingeht, hätte ich gerne noch einen Tipp. Ich mache das so, ich warte auf eine Korrektur, die haben wir jetzt, werden wir gleich sehen. Entweder nach dem Ausbruch über den SMA 200 oder ohne diesen Ausbruch. Eine zweite Alternative ist eingetreten. Wir sind nicht über den SMA 200 gelandet. Ja. Short-Positionen sind weiterhin nicht angesagt, weil der Gesamtmarkt an sich noch bullisch ist. Ja. Kann man kurzfristig machen, aber jetzt nicht für die allgemeine Positionierung. Dann habe ich hier immer die allgemeine Branchen, sagen wir, Analyse. Das war der Wert, den ich halt relativ interessant fand, das waren Basic Materials und das sind halt immer so die Trades der letzten Wochen, die ich halt hier habe. So. Das kann man halt immer nachvollziehen. Wenn man jetzt nicht immer raufgucken möchte, dann kann man das natürlich viel einfacher, indem man sich hier unter den Newsletter registriert, darauf klicken, eintragen und ihr kriegt, sag ich mal, wirklich nur einmal die Woche diese Nachricht und ich gebe auch keine Daten oder irgendwie sowas raus. Also ganz entspannt. Okay. Das haben wir. Jetzt schauen wir uns mal den aktuellen Markt in der Gesamtsituation an. Dazu hole ich mal den Trade Scanner rüber, den ich habe. Ich habe einen Trade Scanner, den haben wir selbst entwickelt mit dem Markus zusammen. Aus der Sache heraus, dass wir halt ein schnelles Tool haben wollen. Ich nutze also den Trade Scanner inklusive dem Agena Trader. Man muss die aber nicht miteinander verbinden. Ja, also letztendlich ist das ein einfaches Tool, was auf dem Handy läuft oder auf dem Rechner, als Browser gebunden, nicht zum Installieren. Und das hilft mir im Endeffekt, up-to-date zu bleiben. Den Agena Trader nutze ich dann halt für die Chart-Darstellung. So, hole ich das mal hier rüber. Das ist hier dieser Trade-Scanner. Dann kann ich mir hier die Indizes anschauen. Gehe jetzt mal nicht
sage ich mal, auf alle Details ein. Wer möchte, kann morgen auch gerne an dem Webinar um 19 Uhr teilnehmen. Da gehen Markus und ich nochmal zusammen auf den, ja, wer ist Geld verdienen mit Trading letztendlich das Thema. Und da geht es sehr viel um den Trade Scanner. Aber so ist mein Workflow. Schau mir das halt an, wo die einzelnen Kugeln hier sind. Die Kugeln sind die Märkte. Und sind sie rechts oben, steht ja drin, sind wir eher in einem Long-Trend, sind sie ja links unten, dann sind wir eher in einem Short-Trend. So, und damit verschaffe ich mir einen ersten Überblick. Und der Günther fragt, vielen Dank für diese Frage, wendest du nicht Markttechnik an? Naja, ich sage mal, Markttechnik ist letztendlich das Grundwissen, sage ich mal. Ja? Also, das gehört so wie die Dow-Theorie. Man weiß hier so aller 1, 2, 3 und Trend und Korrektur und Bewegung, das kennt, glaube ich, mittlerweile fast jeder. Das hat ja Michael Vogt wunderbar, sage ich mal, für den deutschen Markt aufbereitet. Das habe ich auch gelesen, das Buch, und mich da reingearbeitet, logischerweise. Aber es interessiert für meine Strategien nicht so sehr. Weil für mich ist es halt entscheidend, wann was etwas Dynamisches entsteht, also eine Bewegung, und dann kommt eine Korrektur und dann gehe ich da rein. Ob da ein Trend besteht oder nicht, das spielt für mich im Endeffekt keine Rolle. Und dieses System bewertet halt auch dynamische Abläufe und setzt das ins Verhältnis, sag ich mal, wo man reingehen kann oder nicht. Den stärksten Markt, den sehe ich hier oben, da bin ich sortiert, da steht auch Performance. Klicke ich da drauf, sehe ich den ungefähr, wo der steht hier. Und je weiter so eine Kugel rechts ist in der Achse, in der waagerechten Achse, desto Outperformer ist. Das ist der DAX. Der F-DAX ist wirklich der Outperformer schlechthin. Und gefolgt vom Silber und Hang Seng meinetwegen und Dow Jones. Und man sieht, dass die amerikanischen Werte wie der S&P 500 sich eher unten, ja, der Russell und Nasdaq eher unten befinden. So, daher fällt mir die Auswahl, in welchen Markt ich gehe, relativ einfach, weil die deutschen Märkte einfach besser dastehen. Ja, hat sich auch wirklich gelohnt. So, in der zweiten Reihe mache ich mir den Überblick über die amerikanischen Sektoren, klicke da drauf, sortiere hier nochmal kurz und habe im Endeffekt sofort auf einen Blick, sehe ich, welche sind denn jetzt hier die Outperformer. Ja, Basic Materials hatte ich letzte Woche angekündigt, ja auch, oder ist am Samstag. Und das sind sie immer noch. Ja, und am weitesten rechts in der waagerechten Achse sind die letztendlich verortet. So. Wenn ich jetzt darauf gehe, könnte ich jetzt draufklicken und sagen, ah, Outperformance Trend Long. Klicken wir mal drauf. So, und dann könnte ich mir so eine Aktie raussuchen. Die mal suchen und dann hätte ich hier die Vorschläge Basic Materials und die entsprechenden Aktien. Ja. Neu ist ein Rang, den wir eingeführt haben. Das bedeutet, je höher die Zahl, die geht bis 100, desto stärker ist die Dynamik der Aktie. Ja, desto stärker ist sie. So sieht man gerade hier. Das wäre dann hier für mich das Beispiel, das Einstiegssignal für diese Aktie. Das mal nur als Beispiel. So das Top-Down-Prinzip, ja, in der Praxis. Morgen dazu viel, viel mehr. Detaillierter gehen wir eigentlich darauf ein, was der Vorteil im Endeffekt ist. Davon gibt auch eine kurze statistische Einweisung dazu. Also morgen um 18 Uhr. Den Link soll ich nochmal reinschicken. Vielleicht kann der Nelson nachher oder so den Link nochmal für das Webinar Habe ich schon gemacht. morgen hier. Das ist ja ein Teamwork hier, unglaublich. Wunderbar. So, okay, jetzt schauen wir uns ich schaue sie mir immer noch im Chart an. Ja? Also ich gucke jetzt nicht, weil da jetzt eine Kugel in irgendeinem Feld steht, einfach blind in die Branche reinzugehen. Das nicht. Also ich gucke mir dann schon und sage, was sind denn jetzt hier die besten Branchen? Dann gucke ich mir die im Chart an und sage, was suchen wir? Eine Korrektur. Ja. Deshalb, wenn wir jetzt umschalten zum Margina Trader. So, so sieht da der Handelsplatz aus im Endeffekt. Hab die auch sortiert und hier oben ist, hier im Margina Trader steht Industrials oben, da sind aber schon die Basic Materials, die hatten wir ja eben und so sieht der Chart aus. So, können wir noch Widerstand und Unterstützung reinlegen, das geht auch noch. Und schon sind wir drinnen geschehen. Und sehen die Branche, die sehr interessant ist, die sehr stark gewesen ist, auch in der letzten Zeit, dass die jetzt in einem Bereich ist, die rote Linie zeigt es auch an, wo Widerstand ist. Ne? Dass das jetzt nicht gleich einfach so überwindet, ist auch klar. Und was man natürlich auch feststellen muss, und das ist meine persönliche Erfahrung, ich glaube, ihr habt diese Erfahrung vielleicht auch gemacht, wenn man mal hier das letzte hochnimmt hier,
Wenn man hier versucht, sage ich mal, Ausbrüche zu handeln, immer so ein Hoch, dann wird das meistens sehr schmerzhaft. Das kann gelingen, aber oftmals scheitert man, sage ich mal, daran. Und es ist vielleicht wesentlich besser, nicht hier oben reinzugehen bei einem neuen Hoch, sondern wenn man es versucht, hier unten, also im Tief auszumachen. Ja. Das ist der Zuckereinstieg bei Basic Materials. Warum? Weil wir hier einen Umkehrstab haben. Warum? Weil er am SMA 200 drüber war, zurückläuft auf dem. Ihr wisst, der SMA 200 hat sehr oft immer eine Widerstand und unterstützende Wirkung. Und in dem Fall kommt der Markt dort zurück. Kommt so etwas hier in den Bereich zurück, dann ist das der Tag, wo ich dann nach Basic Materials Aktien, könnte jetzt zum Beispiel Gold sein, je nachdem, was die Firma da macht, jagt den Scanner da drüber und dann habe ich im Endeffekt eine Auswahl von Aktien, die ich dann diesem Rang nach im Endeffekt handle. So, also die Branche sah da gut aus, lief bis hier und es war jetzt ja nicht, sag ich mal, völlig unvorhersehbar, dass der Markt hier irgendwie reagiert. Natürlich weiß ich nicht, ob der hier drüber latscht. Ja, hat dann gemacht, er ist ein bisschen drüber, wieder einen Ausbruch gehandelt und wieder abgestraft. Ja, wenn man das aushält, dass der Markt runtergeht, wenn man drin ist, dann ist immer die Frage, ich weiß es auch nicht, wie weit geht denn der überhaupt runter? Das muss man sich natürlich auch beantworten, die Frage, bevor man in so einen Markt reingeht, wann gehe ich ihn wieder raus? Ja, wenn man das jetzt nach der Markttechnik macht, dann wäre hier der Einstieg, dann haben wir hier ein neues Hoch, dann sitzt der Stop noch hier. Ja, dann muss ich wieder alles, was ich an Gewinn habe, abgeben. Auch dafür brauche ich eine Strategie, wie ich damit umgehe. Deshalb bin ich ein großer Fan von der Realisierung von Teilgewinnen an Chartbereichen, wo ich damit rechnen kann, dass der Markt irgendwie ins Straucheln kommt. Ja. Deshalb ist dann hier oben, wenn ich das in der Branche sehe, natürlich muss ich mir das auch in der entsprechenden Aktie dann angucken, aus dem Basic Material Bereich, die ich habe. Dann schauen, wie verhält der Markt sich da. Wird das halt alles ein bisschen weniger von der Dynamik, dann ziehe ich halt einen Stop in der Aktie ran und nehme Teilgewinn mit. Oder ich setze gleich ein Limit-Verkaufsorder mit einem Teilverkauf. Nun bin ich schon mal auf der sicheren Seite, kann das hier auf Break-Even schieben, dass der Kurs im Endeffekt, sage ich mal, jetzt in der Markt jetzt nicht einen riesen Gap macht, abgesichert ist und ich dann eigentlich dem Markt machen kann, lassen kann, was er möchte. Ja. So, was ist jetzt konkret? Weil jetzt, wer jetzt nicht drin ist, was würde ich sagen? Ich würde den Basic Material Wert Markt finde ich noch mega interessant, weil wenn man sich das mal weiter anschaut, dann haben wir ja hier bis zu den nächsten Widerstandsbereichen, hier haben wir so ein paar kleine und dann noch da oben, ja doch ganz schön viel Luft. Ja, schauen wir mal. Also 11%. Ich kann nur sagen, in den Rohstoffaktien sind das natürlich, wenn man sich die richtigen, da würde ich auch die führenden nehmen. Die dynamischsten, quasi die branchenstärksten, sind das natürlich ein paar Prozent mehr, weil die Aktien performen in der Regel wesentlich besser als der Durchschnitt der Aktien. Aber da sind ja auch schlechter mit bei, klar. Deswegen wollen wir ja auch Outperformer handeln. Finde ich sehr interessant. Deshalb werde ich, nachdem er zweimal versucht hat, diesen Markt hier oben auszunehmen, also zu überschreiten, diese Zone, werde ich probieren, hier die Korrektur, wenn er hier zurückläuft und hier wieder ein anständiges Umkehrzeichen zeigt, über dem SMA 200 bleibt, werde ich hier unten dann anfangen, nach Basic Materials Aktien zu screenen. Ja, finde ich sehr interessant, den Markt. Noch ist er nicht reif. Von daher geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Aber der steht auf jeden Fall auf der Watchlist. So, dann hopsen wir mal in den nächsten Bereich und dann schaut man und sagt sich, oh, auch nicht schlecht. Ja, genau wieder rangelaufen bis an diesen Bereich und genau das Gleiche ist wieder passiert. Er hat nun nicht dieses Hoch überwunden bei dem ersten Anlauf, aber hier war die, sag ich mal, der Zeitpunkt des Screenings nach Aktien aus dem Industriebereich. Würde ich hier oben noch screenen, macht ja keinen Sinn in der im Widerstandsbereich. Wann fange ich an zu screenen? Wenn der Markt wenigstens so 2, 3 Tage korrigiert hat. Ja. Also wenn ich sehe, wo der hinkommen könnte. Und da kann ich euch als Hinweis geben. Und es gibt ja Kriterien in der Perlentaucherstrategie. Die kann man auch gerne nachlesen bei mir auf der Homepage. Da steht ja auch Perlentaucherstrategie. Da sind die einzelnen Elemente aufgeführt. Und da sieht man zum Beispiel hier so ein Aufwärtsgap.
Also wenn da so eine Lücke zwischen ist, zwischen dem Hoch und dem Tief der zwei Tageskerzen, dann ist es für mich ein sichtbares Aufwärtsgap. So, wenn ich hier das einzeichne, dann läuft der Kurs von dieser Korrektur genau bis auf die untere Kante, bis auf das Gap quasi. So, und dreht wieder. Ein bisschen zu viel Dynamik. Eine kleinere Kerze wäre besser, weil man hat eine bessere Chance-Risiko-Möglichkeit dadurch. Aber letztendlich ist es eine Umkehr und das dient so ein bisschen als Unterstützungszone. Und wenn ich mir das mit dem Volumen noch anschaue, Volumen ist das, was hier unten ist, ganz normales Volumen unterhalb des Charts, dann sehe ich ja hier so einen Ausbruch, extrem viel. Und oft nach so einen großen Ausbrüchen von Volumen dreht der Markt. Also da sind irgendwie Wendepunkte in dem Bereich. Nicht immer auf dem Punkt, aber man sollte das beachten. Und hier haben wir an dieser Kerze quasi am Hoch dieses Gaps diesen Ausbruch mit diesem erhöhten Volumen. Ja. Und das zählt auch im Endeffekt das Volumen bei Gaps, auch über Nacht, letztendlich da, wo die Lücke anfängt, obwohl da kein hohes Volumen war, weil es ein Gap ist, weil sich die Marktsituation über Nacht geändert hat und die Leute bereit waren, quasi höhere Preise zu bezahlen, um diesen Wert zu bekommen, in dem Fall den ETF auf die Industrie. So, und was jetzt passieren könnte, denn man sieht ja heute, der Markt ist ja nicht wirklich stark, wenn Paul um 19.30 Uhr quasi in 8 Minuten spricht, werden wir vielleicht eine kleine Veränderung im Markt sehen. Aber was erwarte ich jetzt? So, ich habe hier einen Support, sage ich mal, im Bereich mit einem erhöhten Volumen. Ich habe hier eine Umkehrkerze, das ist Kriterium Nummer 3. Und ich habe einen 20er, der mir hier so ein bisschen entgegenläuft, Kriterium Nummer 4. Das nenne ich kumulativen Ansatz. Das heißt, 4 verschiedene Dinge, die nicht unmittelbar miteinander was zu tun haben. So, mit dem Kriterium, dass er noch Outperformer ist, dass er sehr gut hier oben steht, und zwar in der Liste oben links hier, Kriterium Nummer 5. So, und wenn jetzt noch die Volatilität stimmt im Markt und die niedrig ist, dann spricht eigentlich alles für steigende Kurse. Und warum soll ich dann nicht in einem Markt unterwegs sein, der steigt und der mit zu den Besten gehört? Macht es dann relativ einfach. Ja. Also, was machen wir hier? Abwarten, ein bisschen Tee trinken und warten, bis hier so eine Umkehrsituation in Form einer grünen Kerze, bei euch kann sie auch schwarz, weiß sein oder welche Farbe immer. Wichtig ist, dass es halt eine Umkehrstab so ähnlich ist. Der Günther fragt, ob ich den Trade-Scanner mit der TWS verbinden kann. Nein, ich sag mal dazu noch nicht. Wir sind noch nicht so weit, dass wir das umsetzen, aber es gibt schon einige Anfragen über Anschlüsse an bestimmte Plattformen. Wir sind aber erst darauf aus, diesen Trade-Scanner so zu entwickeln, dass wir das, was wir uns da vorstellen, alles in einer Top-Funktion haben und die ganzen Features, die wir noch reinbringen, die wollen wir erst reinbringen und dann kann man immer noch extern irgendetwas anschließen. Ja, aber die Idee ist schon mal gut, Günther, auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir mal zum DAX, was der so macht. Schauen wir mal an, dann weiß man auch, warum der DAX letztendlich, so mal als Benchmark-Vergleich, sehe ich, dass zum Beispiel der DAX besser ist in der Benchmark bei mir, wie die beiden Branchen, sage ich mal, also nicht besser, aber fast so, genauso wie die amerikanischen Branchen. Bedeutet also, selbst wenn ihr im amerikanischen Markt unterwegs gewesen wärt, wäre es absolut sinnvoll gewesen, sich auf die Industrien zu konzentrieren, weil ihr seht, dass auf Monatsbasis hier 11 bis 12% aufgelaufen sind und im DAX 10%. Ja, bedeutet wieder, wenn wir uns die Branchen im DAX, also für Europa anschauen, dann wäre das auf jeden Fall sehr gut, weil wir dann natürlich Branchen finden, die wahrscheinlich besser tendieren wieder. Also es macht absolut Sinn, sich das anzuschauen. Wir sehen auch den ganzen CDAX und so weiter, wo alle deutschen Aktien verortet sind, dass die letztendlich, sage ich mal, alle oben stehen, die deutschen. Ja. Financial, Finanzbranche. Das war die Branche, die ich auf dem Schirm hatte, wo ich eventuell auch hier ein großes Potenzial sehe. Warum? Die Branche ist auf jeden Fall über den SMA 200. Ja, ist ja auch oft beachtet worden, logischerweise. Wir haben einen Aufwärtsgap hier gehabt. Das dient als Unterstützung, so ein bisschen wie Basic Materials. Oft laufen die Charts ja auch gleich. Ja. Der Ausbruch kam nicht so weit.
Der ist wieder gescheitert. Jetzt sind wir in der Korrektur und im Endeffekt machen wir das Gleiche wie beim Basic Material Bereich. Kommt der hier rein und zeigt, so wie hier so eine Umkehrsituation, reagiert entweder am oberen Teil des Gaps oder am unteren Teil. Dann erwarten wir oder erwarte ich, dass der Markt wieder hochgeht. Was würde ich denn machen, wenn ich jetzt hier einen Einstieg finden würde? Ich würde hier oben eine Verkaufsorder reinlegen für einen Teil der Position. Wenn er dann durchgeht, bin ich mit der Position Break-Even und lasse den Rest, wenn er da Lust drauf hat, kann er bis da oben hinlaufen. Dann bleibe ich mit dem, sage ich mal, Trade-Risik fast risikolos und kann mich dann schon wieder um neue Positionen kümmern, weil der Trade letztendlich schon Gewinn eingefahren hat. Und der Rest der Position kann dann noch machen, was er möchte. Also auch den Financial Markt finde ich sehr, sehr interessant. In der Regel würde ich dann schon aufhören, weil dann habe ich ja drei. Ich habe aber noch keine aktuelle Handlungsmöglichkeit. Deswegen müsste ich vielleicht noch kurz durchgucken, um zu sehen, ob es vielleicht die Situation gibt, dass der Markt irgendwo schon gedreht hat, ja, an so einer Unterstützungszone. Das macht es ja dann richtig interessant. Schauen wir mal weiter. Den S-DAX haben wir auch. Da sieht man auch, warum der Markt hier vielleicht ein bisschen stockt. Am 200er ist jetzt auch nicht, sage ich mal, ungewöhnlich, aber wir gucken uns ja den amerikanischen Markt an. Von daher gehen wir gleich weiter. Beim Dow auch nicht ungewöhnlich, dass jetzt der, sage ich mal, der Markt hier oben ein bisschen ins Stocken kommt, ne? Ausbruchshändler sind auch da wieder erstmal die angeschmierten. Finde ich, sage ich mal, normal. Also deswegen wartet man auf eine Korrektur. Und was ich euch immer ans Herz legen kann, ist nicht ungeduldig zu werden. Ne? Also wenn man hier eine Korrektur hat, so wie hier, dann kommt der Markt zurück und bildet hier so eine grüne Kerze, dann so ein, ja, ein Umkehrstab, auch wenn er negativ ist. Wenn man hier reingeht, dann muss man wissen, dass das im Endeffekt so ein bisschen das Risiko ist. Ne? Da oben der Einstieg am nächsten Tag, hier der Stop vielleicht drunter. Und dass der Markt, denn natürlich die Entfernung hier nicht mehr so groß ist, ist doch klar. Deswegen muss ich dann damit rechnen, dass er wieder stagniert und immer das Gleiche tun, einen Teilgewinn mitnehmen, Break-Even stellen und je nachdem, wie die Stop-Setzung letztendlich bei euch ist. Bei mir ist sie halt, sage ich mal, geregelt durch ein Volatilitätssystem, ist man dann wahrscheinlich hier irgendwie draußen. So, das ist ja auch in Ordnung, weil ich weiß ja nicht, ob der Markt hier wieder dreht. Jetzt wird es aber spannend hier beim Dow, weil wenn er hier jetzt anfängt, eine positive Kerze auszubilden, dann haben wir so einen 20er Support und wir haben wahrscheinlich auch hier ein erhöhtes Volumen irgendwo in dem Bereich, ja, so ein bisschen erhöht. Bei den Futures ist das nicht ganz immer so extrem. Könnte hier so eine Basic aus, eine Base sich ausbilden. Aber ich habe hier schon wieder Widerstände, deswegen bin ich in der Branche auf jeden Fall, sage ich mal, erstmal besser unterwegs. Consumer Staples, also alles, was so normal Konsumbereich ist, auch super gelaufen. Sind auch in der Korrektur. Man sieht, hier ist der Markt eigentlich eher bereit, schon wieder die Tiefen zu kaufen. Das sehe ich ja in der Form der Kerzen, ne? Auch hier ist ganz toll, dass der 20er den 200er crossed. Wir haben auch hier wieder so ein kleines Gap. Das passt super. Wir haben hier eine tolle Supportzone. 20er, 200er. Was haben wir mit dem Volumen zu tun? Ja, das Volumen ist endlich hier hoch und haben da ein Hoch und das Volumen liegt fast auf dem Niveau dieses Gaps. Deswegen haben wir hier schon wieder eine Dreierkumulation. Was würde ich jetzt beobachten, wie der Markt sich verhält? Geht er noch weiter runter? Wäre das natürlich eine tiefe Korrektur, wäre es ein toller Einstieg, weil unser Potenzial wieder bis zum alten Hoch hier zu laufen, dann natürlich etwas höher ist, als wenn ich jetzt versuche, hier oben schon reinzukommen. Also, das heißt auch für mich jetzt gerade abwarten. So, Energiebereich. Energiebereich. Eine Frage noch von Günther, wie lange noch? Wie lange das dauert? Es dauert noch eine Weile. Also darüber denken wir jetzt noch nicht nach, es steht auf unserer Agenda, aber wir haben noch eine Menge zu tun, was ja, sage ich mal, noch reinkommt. Das Thema Trading Journal, Positionsgrößenberechnung, eigene Konto, Nachbildung, Trading Journal extrem, sage ich mal, dass man seine Trading Trades, sage ich mal, auf Tagesbasis dort tracken kann und das immer bei sich hat, finde ich schon wichtig, wenn man dann auch gezielt mit den Leuten drüber sprechen kann, warum sie nicht die Performance erwirtschaften wie wir. Also das ist ein tolles Thema dann, weil man dann wirklich mal gucken kann, wo liegen dann zum Beispiel die Fehler, ne? Also Trading Journal steht bei uns ganz weit oben.
So, was haben wir jetzt hier? Energiemarkt. Auch super toll gelaufen. Läuft jetzt mal ein bisschen seitwärts. Und auch beim Energiemarkt muss man natürlich unterscheiden, ne? Der Energiemarkt beinhaltet hier auch alles, was so mit Öl zu tun hat. Und Öl war sehr schwankend, ist runtergegangen. Heute kamen wieder neue Zahlen zum Öl, dass der Bestand abgenommen hat und schon schwupps ist es wieder ein bisschen gestiegen. Aber was hier wirklich innerhalb der Energiebranche, sage ich mal, die Sache ausgemacht hat, sind natürlich die Sachen wie First Solar zum Beispiel. Habe ich auch schon empfohlen vor ein paar Wochen, glaube ich, oder Monaten schon. Ist immer weiter gestiegen. Auch natürlich immer in Korrekturen und konnten in der Korrektur immer wieder neu aufgenommen werden. Und deshalb ist der Bereich auch noch immer interessant, weil er sich ja kurz vor dem All-Time-High, sage ich mal, All-Time-High ist vielleicht übertrieben, nö, ist es nicht, bewegt. Und man sieht auch hier wieder, Ausbruchshändler sind erstmal abgestraft worden, auch am selben Tag noch. Deswegen, ich mag es nicht. Wenn er mal sowas macht, dann muss man eine Zeiteinheit tiefer gehen, aber das ist für mich, das mache ich nicht. Ich gucke mir nur den Tageschart an, das reicht für mich. Bedeutet, was finden wir hier? Wo finden wir eine Unterstützung? Seht ihr selber. Also ihr wisst ja schon, Volumen, Kerze. Ja. Tief und hoch bilden eine Unterstützung. Ja. Wenn hier so ein Tief kommt und ein neues Hoch, dann haben wir wirklich so eine Umkehrsituation. Der Markt mag es ganz gerne, wenn er sich hier dreht. Warum ist das so? Das ist einfach so, ihr seht ja an der Kerze, wenn die Kerze hier unten ist, an der Position ist sie ja nicht grün, sondern sie ist rot. Und letztendlich kaufen in dieser Marktsituation, ja, also ich kaufe da nicht ein, weil wenn ich sehe, dass der Markt so eine Kerze hinlegt, immer intraday-mäßig, dann fange ich nicht an, jetzt hier auf dem Punkt einfach zu kaufen. Also nicht auf Tagesbasis. Das machen dann Leute, die halt den Markt irgendwie nach oben kaufen. Warum? Weil sie das erhöhte Volumen, wo die Leute hier Angst haben, dass der Markt extrem fällt, nutzen, um ihre Position aufzubauen. Und dafür brauchen sie Volumen, weil wenn Fonds und sowas kaufen, dann können sie ja nicht hingehen und sagen, ich kaufe hier 2 Millionen Microsoft-Aktien. Das wird wahrscheinlich zu teuer werden. Da wird der Preis nicht weit oben. Das machen die oft in oder fast ausschließlich, wenn der Markt fällt in bestimmten Limitbereich. So, und deswegen die Logik, warum ist das eine Unterstützungszone? Der Markt reagiert heute schon darauf wieder. Und hier auch, er geht mal drüber, drunter, schließt aber dran, dreht hier wieder. Also diese Bereiche werden berücksichtigt. Und warum? Weil vielleicht nicht alle Orders abgearbeitet wurden und die bestimmten Bereiche vielleicht noch gehalten werden. Deswegen könnte es gut sein, dass der Markt hier anfängt, eine positive Umkehrkerze zu produzieren oder in dem Bereich. Was wäre günstiger? Das hängt immer davon ab, wie weit diese Range ist, aber ich würde das hier bevorzugen, um dann wieder in diese Richtung zu gehen. Dann habe ich hier eventuell schon die Möglichkeit, einen Teil rauszuschmeißen und mal gucken, das Potenzial hier oben ist ja doch wesentlich größer. Auch eine interessante Branche, aber heute keine Handlungsmöglichkeit. Einfach abwarten, bis diese Korrektur ist. So, TecDAX, ja auch ein schöner Bereich, handle ich sehr, sehr gerne TecDAX. Ist im Endeffekt so ein bisschen das Stiefkind von der Nasdaq, logischerweise. Was mich positiv am deutschen Markt stimmt, hier auch beim TecDAX, ist über dem 200er, hat reagiert, hat heute, obwohl die Nasdaq schlecht ist, eine starke Kerze ausgebildet, genau im 20er. Dieser Cross ist schön auf einer Unterstützungszone. Finde ich spannend, für mich als deutschen Händler, sage ich mal, der sehr, sehr gerne auch deutsche Aktien handelt, diese Situation dann auch zu nutzen. Schauen wir uns mal Silber an. Lädt noch. So, das ist ja Silber Future. Sieht da auch nicht schlecht aus, ne? Also 200er Widerstand hier bei 22,50. Ja, Silber handle ich dann nicht selber als Silber, sondern dann suche ich mir Silberaktien aus, logischerweise. Die sind wahrscheinlich dann auch bei Basic Materials wahrscheinlich sehr gut in dieser Branche aufgehoben, korrigiert. Hat noch nicht so richtig Stärke aufgebaut, aber wenn er hier drüber bleibt, das ist gut aussehen, dass der Markt hier drüber geht und Silber hat dann nach oben ja schön eine ganze Menge Luft. Also finde ich mega interessant, auch auf der Watchlist auf jeden Fall. Wenn das hier zu fricklig ist, Angst hat, der muss halt einfach warten, bis das passiert und wieder zurückkommt und dann in dem Bereich einsteigen. Man muss ja nicht immer der Erste sein, der versucht, hier den Markt nach rüber zu kaufen.
MDAX. Finde ich auch mega spannend. Genau die gleiche Situation in so einer Base hat heute auch etwas stärker ausgebildet. Noch ein bisschen Platz um 200. Ihr seht, da gibt es schon Unterschiede. Was sehe ich, wenn ich sowas sehe? Das Potenzial ist schon etwas begrenzter und ich habe hier kumulativ, das heißt kumulativ, mehrere Sachen sind gleichzeitig eintretend, wie so ein Widerstand hier und der 200er. Und das sorgt dann dafür, dass der Markt eventuell ins Stocken kommt. So, dann sind wir wieder bei den amerikanischen Dingen. Ihr seht, diese Reihenfolge zeigt mir natürlich auch, wo wir ungefähr stehen von der Dynamik. Healthcare auch ein Bereich gewesen, den ich sehr, sehr für positiv gehalten habe. Warum? Habe ich auch geschrieben. Was war hier? Genau das Gleiche. Wir hatten hier so eine Ausbruchssituation, hier gescheitert. Und hier habe ich nach Aktien gescannt. Warum? Das war kein kompletter Umkehrstab in dem Sinne, aber eine ziemlich bullische Kerze, weil wir zweimal drüber gegangen sind über dieses Preisniveau, hatten hier ein erhöhtes Volumen. Am Hoch sehe ich nicht so gerne, aber dann gab es ein Gap nach oben und wir haben so eine Base drunter. Und das macht natürlich dann Freude, wenn man das sieht. Und jetzt ist der Markt stark, obwohl der S&P, werden wir gleich sehen, ja eigentlich heute gerade negativ ist. Eigentlich auch eine schöne Sache. Würde ich auf jeden Fall hier nutzen, um, wenn das heute so bleibt, die Kerze, den Screener anzuschmeißen und mal nach Healthcare-Aktien zu gucken, weil wir haben ja doch noch ein bisschen Platz. Ja, Ja, S&P so. hat ein bisschen gedreht jetzt mit Paul. Also scheint zu Hat mögen, er, was er sagt. aha, da hat er nochmal wieder was Positives gesagt. Aber ich habe, also ein bisschen habe ich damit gerechnet, dass das irgendwie muss es ja noch ein Happy End geben. Jetzt hier so eine Jahresendrallye ist ja immer gerne gesehen. Von daher ist das ja positiv. Kann man das, sage ich mal, genauso machen. Dann ist es auf jeden Fall gut, wenn man die Aktien nimmt, die sowieso schon gut gelaufen sind, weil Fonds mögen es gerne am Ende des Jahres, dann, wenn sie ihre Statistik und ihr Depot letztendlich zeigen auf ihren Homepages und so, dann mögen sie es natürlich, wenn die Top-Aktien oben sind, ja, die natürlich in ihr Repertoire passen müssen und zur Anlagestrategie. Aber das mögen sie gerne, dass sie die alle im Depot haben, die kaufen die dann vermehrt, was dann wieder für einen Anstieg spricht. Deswegen macht es schon Sinn, sich die entsprechenden Branchen nach der Stärke anzeigen zu lassen. Was auffällt, kann man auch gleich mal sehen, ist dasselbe wie im Marktmodell, dass alle Werte hier über, fast viele Werte über 1 sind. Das bedeutet, dass wir schon recht bullisch sind. Wenn der Markt nicht weiß, wo er hin will, dann der Gesamtmarkt, dann ist das die Hälfte. Wenn alle ziemlich hoch sind, viel über Wert Punkt 9 oder Punkt 10, dann rede ich im Endeffekt schon davon, dass der Markt fast überkaufte schon. Ja, das kann ich sehen. Ist er unter 1, dann ist das eher für Short-Werte. Ja, deswegen kann man sehen, dass der Markt wirklich jetzt zur Zeit bullisch ist, sauber ist. Deshalb kann ich auch langfristige Shorts im Moment überhaupt nicht empfehlen. Da habe ich die Finger von lassen. Also an bestimmten Zonen reinzugehen, das ist kurzfristig okay, wenn ich eine Korrektur handle, so wie im S&P eventuell, aber nicht auf Tagesbasis. Also dafür ist sowas wie jetzt hier, wo Paul spricht, einfach zu gefährlich. Ja. Nächste Branche, Immobilien. Man wird es nicht glauben. Ja. Sind ja wirklich arg unter die Räder gekommen, haben sich aber ein bisschen erholt. Ja. Und so ein Tiefpunkt mit Volumen war jetzt auch nicht so völlig aus der Welt. Ja. Man sieht, das Volumen ist hier sehr hoch und der Markt reagiert die nächste Zeit so, dann sind wir hier für den Günther ein bisschen nach Markttechnik, ja, tendiert nach oben. Für mich ist immer wichtig, dass ein Wert Dynamik ans Tageslicht legt, sage ich mal. Was möchte ich sehen? Ich möchte eine dynamische Bewegung sehen. Das würde ich jetzt mal so als Dynamik sehen. Das würde ich so als Dynamik sehen. So, aus der Dynamik entwickelt sich irgendwann eine Korrektur. Und dann ist es halt schick, wenn man aus der Korrektur anfängt, den Wert quasi in die nächste Dynamik zu begleiten. Wenn man die versäumt, wartet man wieder auf die Korrektur und versucht, den Wert wieder in die Dynamik zu begleiten. Ist aber nicht immer einfach, weil man ja dann wieder sehen muss, wo sind die Widerstandszonen und wo ist mein Potenzial. Da muss man immer ein Auge drauf haben, dass das Potenzial nicht so begrenzt wird. Würde ich jetzt hier einsteigen bei dem Wert, bei Real Estate? Schwierig. Ich würde dann einen Ausbruch handeln, und zwar über dieses Hoch und dieses Hoch. Das sind halt so kleine Widerstände, die ich habe.
Bin zwar in der Korrektur, die ist zwar nicht so unheimlich toll gelaufen, aber Potenzial habe ich bis zum 200, das ist nicht so schlecht. Habe ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm, muss mich aber dann irgendwie entscheiden und bin dann lieber eher bei den Branchen, die weiter oben stehen vom Ranking natürlich. Also guck halt nur, ob es eine aktuelle Gelegenheit letztendlich gibt. So, was haben wir denn? Russell sind die kleineren amerikanischen Unternehmen, diese 2000. Wir sehen, der Russell kämpft auch noch am 200er. Ja. Glaube auch, dass die kleinen Unternehmen vielleicht demnächst wieder mal ein bisschen besser werden. Für mich jetzt überhaupt keine Situation, wo ich hier irgendwas machen würde. Seht ihr ja selbst. Utilities, auch mega gut gelaufen. Hat sich erholt nach dem starken Durchreichen. Sind wir aber jetzt in einem Bereich, wo sind wir? Am 200er abgestoßen. Muss ich da jetzt nochmal ran? Nö. Ist das Potenzial genug? Nee, gibt es woanders besser? Das sind immer die Fragen, die ihr euch stellen müsst. Brauche ich nicht. Tschüss. Jetzt sind wir beim S&P 500, beim ETF. Und es stimmt. Er hat gedreht. Ja. 2 Tage Korrektur. Und das ist halt, sag ich mal, das kriegen wir als Tageshändler halt oftmals, sag ich mal, so aufs Brot geschmiert, dass der Markt einfach intraday eine riesen Umkehrkerze hinlegt und uns dann dieses Potenzial, was wir hier als Korrektur sehen, innerhalb eines Tages eventuell schon wegmacht. So, jetzt kann man sagen, gehe ich da oben noch rein und mache den Ausbruchshändler. Kann man machen. Wenn man das macht, sollte man aber immer bedenken, Positionsgröße runterfahren. Ja, also das Risiko steigt einfach, dass der Markt in so einer Phase hier oben durch den 200er und den Wochenwiderstand und dieses erhöhte Gap, was wir hier auch noch haben, mit dem erhöhten Volumen, ziehen wir das mal hier rüber, dann wüsste ich zum Beispiel, okay, das ist hier im Endeffekt dann vielleicht doch nicht so einfach für den Markt. Ja. Deshalb mal ein bisschen vorsichtig. Also spielt alles im Endeffekt zusammen. Ne? Wenn ihr wisst, wo wollt ihr hin, wo sind Widerstandszonen, dann könnt ihr die erkennen und dann wisst ihr, bis dahin geht der Markt eventuell sauber ran. Dann verkaufe ich einen Teil, weil ich nicht weiß, was danach passiert und sichere mir den Gewinn. Bitte nicht abwarten, bis der Markt wieder zurückkommt und so einen ganzen Trend zu handeln. Ja, dann was nützt euch das, wenn ihr so eine Bewegung mitnehmt, so und dann wartet ihr, wartet ihr, wartet ihr und ihr wisst ja nicht, ob hier der Trend weitergeht. Und das Ding geht bis hier unten wieder runter. Dann habt ihr schön in die Röhre geschaut und das bringt ja auch keinem was. Ja, wenn der Markt weiterläuft, dann seid ihr dabei. Wenn er zurückkommt, dann seid ihr halt, müsst ihr halt irgendwann aussteigen. So, Gold, auch ein schönes Thema, Gold. Was haben wir da? Ja, ist einfach mal ganz kurzfristig aus dem Schlaf erwacht, ja, hier unten Dornröschenmäßig. Das, was ich schon. Ich glaube auch in einem Webinar mal gesagt habe, was mir aufgefallen ist, ist mal das Einfache, das Volumen. Wo findet es statt? Wir haben hier ein extrem hohes Volumen, auch ansteigend über mehrere Tage an Tiefs. Dreimal rote Kerze, da kauft einer ein. Also ich würde da nicht einkaufen, wenn ich die Kerzen sehe, aber es kauft jemand ein, der sagt, nö, das Gold ist ja jetzt irgendwie preisgünstig. Und dann dreht das so. Und das erste Anzeichen, was wir bekommen, ist diese Kerze. So. Ja, da muss man halt sehen, hat man eine Strategie dafür, das zu handeln, ja, gibt es das P3-Signal in der Perlentaucher-Strategie, was so eine Ausverkaufssituation handelt, wo man auch sich Signale anzeigen lassen kann. Aber ich betone, da muss man das wirklich drauf haben und da zu Hause sein. Und so eine Ausnahmesituation im Volumen ist ganz, ganz wichtig. Ja. Weil stellt euch einfach vor, der Markt ist sonst auch mal hier gefallen, so wie hier. Und die Volumen, sage ich mal, der Volumenbereich war relativ flach. Und jetzt fängt das irgendwann an, panisch zu werden und die Leute kaufen. Das ist ja immer ein Gegengeschäft. Es ist ja nicht, dass es jetzt irgendwie unheimlich viele Verkäufer waren. Gibt ja genauso viele Verkäufer, weil ansonsten wäre die Kerze nicht zustande gekommen, weil es ist immer ein gehandeltes Geschäft, was da dargestellt wird. Ein Käufer und ein Verkäufer. Und unten hat dann jemand gekauft, der halt wusste oder Lust hat, sagen, ich habe so viel Geld, ich gehe da mal rein, das ist relativ billig. Ob es nochmal 10% runtergeht, ist mir auch egal. Ich investiere zum Beispiel. Und dann kommt das zustande, dass der Markt innerhalb von kürzester Zeit relativ viel Volumen generiert. Das heißt, da sind unheimlich viele Leute rausgespült worden und andere Leute konnten sich halt reinkaufen. Dann beruhigt sich das ein bisschen und dann kommt so eine Kaufsituation zustande. Dann war das genau ungefähr in dem Bereich hier, bei dieser Kerze, nee, bei der. Und wir haben im Endeffekt das Hoch, ja, von dieser Kerze. Und dann haben wir so einen Bereich, wo es so ein bisschen Support gibt. Ja.
Und dann kann man versuchen, in diesen Bereichen sich reinzuskalieren mit einem Perlentaucher 3-Signal. Schwierig, aber hochprofitabel auf kurzer Zeit, weil halt Volatilität reinkommt. Ja. Okay, Gold. Was ist spannend? Ja, spannend fand ich diesen dynamischen Anstieg. Was auffällt, ist, dass wir hier ein Gap haben, das jetzt so einen richtig schönen Support bildet. Man sieht auch, wie der Markt hier wieder reagiert. Reinläuft, schließt drüber, öffnet, schließt drüber, läuft runter, geht drüber. Wir haben also ein Problem. Wir haben den 200er über uns und so einen Wochenwiderstand. Das heißt, ich würde im Endeffekt jetzt was machen, würde wirklich abwarten, bis Gold hier drüber läuft und das macht. Also das ist noch lange nicht so weit. Dann finde ich Gold richtig mega. Dann haben wir auch super viel Potenzial. Und dann kann man sich natürlich dementsprechend die Goldaktien anschauen. Den hatten wir schon, der sah schon gut aus. Technologiebereich, man sieht gleich. Es ist schon ein Unterschied, ob ich den TecDAX zum Beispiel habe oder den DAX, wenn ich den schwarz sehe. Also man sollte sich nicht nur in bestimmte Märkte verhaften, sondern in bestimmte, sage ich mal, Strategie anwenden, um in dem Markt investiert zu sein oder Trades offen zu haben, die halt auch wirklich outperformen. Das macht den Unterschied aus. Die Nasdaq war sehr, sehr schwankungsintensiv und es spricht für mich überhaupt nichts dafür, im Moment in Nasdaq-Werte zu investieren. Davon abgesehen ist die Branche immer führend, ja? Weil Indizes sind ja extrem gewichtet. Die Branchen sind auch gewichtet, logischerweise. Aber die Branche schlägt immer den Index. Aber für die Gesamtmarkteinschätzung habe ich halt ein Bild, das mir sagt, Amerika sieht halt im Moment nicht so doll aus. Ja, kann steigen, ja, aber hat ganz schön was vor sich. Und wenn Amerika steigt, gehe ich mal davon aus, dass Deutschland, die jetzt sowieso schon führend sind, das wahrscheinlich noch weitermacht. Also solange es so oben in der Reihenfolge ist, bin ich halt im Moment mehr im deutschen Markt unterwegs. So, Technology, okay. Ist jetzt nichts, wo ich jetzt unbedingt rein muss, zu viel Widerstand, das seht ihr ja selbst. Kommunikation, ein mega abgestrafter Markt. Ich scrolle mal den Chart zusammen, guckt euch das mal an. Also, das ist ja Wahnsinn. Also wir sind ja schon unter Corona. Also nein, ja nicht ganz, hier war Corona. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber der ist ja mega abgestraft. Meines Erachtens, das zählt natürlich nicht, weil es zählt ja nur die Charttechnik und das Outperformer-System. Das ist ein klarer, neutraler Performer im Moment, der trotzdem schon besser als der Index im Endeffekt tendiert, wegen links hier dieser 1. Aber wir haben natürlich noch Widerstände vor uns. Aber was spannend wird, ist, wenn das über ein 200er geht und 20er über ein 50er ist und wir so einen Widerstand, sage ich mal, überwinden. Also habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Das ist, birgt wahrscheinlich ein Megapotenzial, weil wir werden es brauchen. Also Kommunikationssachen sind halt jetzt einfach schwierig. Warum? Weil wenn ich neue Antennen bauen muss zum Beispiel, dann muss ich einen Kredit aufnehmen. Die sind einfach teurer geworden. Deshalb haben diese Firmen dann ein Problem. Sieht man auch bei den deutschen Aktien, O2 zum Beispiel, also Telefonica und United Internet sind genauso unter die Räder gekommen, weil die halt viel bauen müssen. So, Nasdaq hatten wir ja schon, Consumer. Ja, diese Luxussachen, sage ich mal, in dem Sinne, ist jetzt nicht ein Chart, wo ich jetzt sagen muss, juhu, den gucke ich mir auch gar nicht an, da muss ich mir keine Meinung zu bilden. Öl, schauen wir mal uns. Brand, sehen wir heute gestiegen nach den Zahlen. Volumen hat am Tief zugenommen, ist durch positive Kerze bestätigt worden, wird heute wahrscheinlich nochmal zunehmen. Also Öl am unteren Rand, wie so eine Art Doppeltief. Ja, kann man sich jetzt die Ölbranche, Energie letztendlich vielleicht wieder besser, hat aber doch noch einiges aufzuarbeiten. 20er und 50er, die runterkommen, also das ist eine Widerstandszone. Nö, brauche ich auch nicht. So, und wer noch Spaß haben will, der guckt sich den Bitcoin an und freut sich eventuell, dass er nicht drin ist. Von 67.000 bis auf 16.920. Wenn ich den jetzt so ein, ich habe von Bitcoin und so in die Döns, habe ich keine Ahnung. Deswegen kann ich aber charttechnisch den betrachten, weil das Instrument ist ja egal. Würde ich da jetzt einsteigen? Nein, warum? Widerstandszone ist hier. Volumen sieht man keins, weil es eine vorige Sache ist. Schade, müsste man sich ein Future angucken.
dann würde man das sehen. Hier wird bestimmt einiges gekauft worden sein. Die Frage ist, ob, weil der Markt auch hier nochmal reagiert, ob das jetzt reicht, um Fett anzusteigen, weiß ich nicht. So, das haben wir 19.50 Uhr. Den Link hat er schon verschickt. Sind wir soweit durch mit den Branchen. Eins wollte ich euch noch zeigen. Und zwar, das war eine Frage vom letzten Webinar, die ich habe zugeschickt bekommen. Ich muss mal kurz gucken. Moment. Ja. Nach welchen Kriterien wählst du deine Trades aus? Das ist eine coole Frage, weil kennt ihr selber, wenn ich mir selber einen Screener erstelle, dann habe ich ja immer die Gefahr oder das Normale, dass ich mal in einer bestimmten Marktphase unheimlich viele Signale bekomme und in manchen wenig. Nach welchen Kriterien? Das sind im Endeffekt die Kriterien, die ich auch auf meiner Homepage beschrieben habe. Ich zeige es euch nochmal und zwar unter Perlentaucher. Wo ist er hin? Da, so, auf meiner Homepage Trader Coach Perlentaucher Trading Strategie, da stehen die alle drin. Ganz normal, was ich da ist. Man kann sich auch so ein Einführungsvideo anschauen. Das habe ich auch bei FX Flat gehalten, das Webinar. Das mache ich immer zum Einstieg des Jahres, damit man ein bisschen weiß, um was es bei der Strategie letztendlich in der Tiefe geht. Wenn man die einzelnen Kriterien versteht, aber das versteht, und das steht hier auch genau drin, wie das im Endeffekt abläuft, ja, auch mit Statistik und so weiter. Das könnt ihr hier einfach mal nachlesen, auf welche Sachen ich achte. Deshalb ist es auch immer wichtig, wenn ich ein Signal bekomme, dieses Grundwissen zu haben. Also was ist wichtig? Kumulation, das heißt mehrere gleichzeitig zutreffende Bedingungen, die aber nicht unbedingt miteinander was zu tun haben. Also Volatilität, gleitender Durchschnitt, Verhalten der Tageskerze, Gap, ja, und Wochenunterstützung. Das sind alles Dinge, die haben gar nichts miteinander unmittelbar zu tun, außer dass sie einen Kurs, sage ich mal, zur Links haben. Aber es ist jetzt nicht zum Beispiel ein MACD oder ein Stochastik oder ein RSI. Das nutze ich nicht, weil wenn die fast alle aus derselben Sache berechnet werden, habe ich da keinen Vorteil. Ich brauche einen Vorteil im Markt. Ja. Und Outperformance ist ein ganz klarer Vorteil. Und von daher macht es immer Sinn, in den Branchen unterwegs zu sein, die ihr letztendlich oben stehen und aus einer Korrektur letztendlich kommen. Also wenn man jetzt sich den Chart nochmal anschaut, aus so einer First Solar, wo Energie war, lange, lange, lange führend. Und zeige euch nochmal das Solar, legt die mal hier rein. So. Ja, so wird das Ding geschrieben. Hat da keine Lust drauf. FSRL oder so, ne? FSLR. Nee. Gibt's nicht. Ach doch, als Symbol. Klar, da sind sie. So. Dann sieht man, dass die ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach den Markt, sage ich mal, outperformed haben. Hier gab es eine Meldung über einen 200er. Und dann komme ich in so einen Markt halt oft schwer rein, in so einer Korrektur schon eher. Und aus so einer Korrektur in so einen Unterstützungsbereich auch. Und jetzt sind wir in so einem Widerstandsbereich, aber der Markt läuft letztendlich. Und wenn man sich das mal prozentual einzieht bis hier, dann sind das mal 45%. Und wenn ich so eine Aktie habe, also wenn ich First Solar im Depot habe oder sie gehandelt habe und ausgestoppt worden bin, dann packe ich mir die immer in meine Longliste. Also die Kandidaten, die beim Trade gut gelaufen sind, die Outperformer gewesen sind, die sind eigentlich bei mir immer in der Watchlist, dann auf der Long Watchlist, weil wenn die nächste Korrektur kommt, dann nehme ich die wieder. Ja, und wenn die nicht mehr Outperformer sind, dann schmeiße ich die aus der Watchlist raus. Eine ganz einfache Regel. So habe ich schon immer einen reduzierten Bedarf an Screening-Sachen. Ne? Am Anfang muss man mehr screenen, wenn man noch nicht hat. Aber irgendwann ist das gefüllt, das Screening-Repertoire. Und dann sind die Aktien, die jetzt, sage ich mal, gut gelaufen sind, ja jetzt nicht schlecht, nur weil sie mal eine tiefere Korrektur haben und mich ausgestoppt haben. Ja, weil ich stehe eigentlich mehr auf Bewegung. Ja, möchte halt nicht, sag ich mal, hier mit dabei sein,
und jetzt sage ich mal, irgendwann hier die ganze Korrektur mitmachen. Also dann bin ich halt raus. Ja, das ist wichtig. Möchte ich euch auf den Weg geben. So, wenn ihr jetzt Fragen habt, dann legt nochmal richtig los. Und was ihr auch auf jeden Fall machen könnt, das wird sehr spannend. Ich fange wirklich an. Ich habe ja einen YouTube-Kanal. Da sind nur 430 Leute drauf. Da sind immer die Webinare gespeichert, logischerweise. Dann zeige ich auch noch mal kurz, wo der ist. Momentski. Und da bringe ich demnächst, fange ich an, selbst, sage ich mal, im Wochenrhythmus, immer wenn was passiert, so ähnlich wie zu einem Newsletter, zu sagen, welche Branche ich jetzt auf dem Kicker habe. Und zwar dann, wenn aktuell eine Situation eintritt, die diese Branche interessant macht. Also wir haben heute über XLB Materials zum Beispiel gesprochen. Und dann ist es dann vielleicht sogar interessant zu sagen, jetzt kommt das Video und sie sagt mir, okay, und der Newsletter, das ist die entsprechende Branche, die ich jetzt auf dem Schirm habe. Ja. Den nächsten, wie ich die dann trade, das mache ich dann mit dem Trade-Scanner. Aber ich glaube, wenn ihr wisst, welche Branche ich auf dem Schirm habe, hilft das euch ja. Und die Aktien werdet ihr dann schon selbst finden, weil das Prinzip ist Outperformance. Das heißt, die Aktien, die stark sind, die könnt ihr dann, wenn sie in der Korrektur sind, auch handeln. So, dann wollte ich nochmal kurz den zeigen, den Kanal. Oh, mal gucken, wo habe ich den denn verlinkt? Leistungen, Webinare und Videos. Hier kann man sich übrigens zu den Webinaren anmelden. Ihr seid ja schon angemeldet, aber hier ist YouTube-Kanal. Ich hoffe, ich muss mich jetzt da nicht einloggen wieder. Nö, so. Ja, 430 habe ich ja richtig gelesen. Da sind die rein gespeichert. Das heutige Webinar wird dort auch gespeichert dann. Und dann kommt so eine Extra-Liste, wo halt dann die aktuellen Videos reinkommen, wenn etwas im Markt passiert. Einmal die Woche, ich werde jetzt nicht jeden Tag das machen, wenn so viel Zeit habe ich auch nicht, aber einmal die Woche, wenn etwas passiert, was für mich interessant ist, dass ich dann ein 5-Minuten-Video, nicht eine Stunde, ja, ein Webinar ist immer was Besonderes, da nimmt man sich Zeit, aber im Alltag, da will ich nicht eine Stunde mir ein Video angucken. Nee, 5 Minuten, das versuche ich hinzubekommen. Kurze, knackige Informationen, kurze Einleitung, zack, und dann wisst ihr mehr, welche Branchen in der Perlentor-Strategie gerade angesagt sind. So, und dann würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere morgen mit dabei ist. Wird sehr spannend, auch mit Markus, weil Dialog im Webinar finde ich mega spannend. Ein toller Optionshändler, toller Freund und ein toller Programmierer. Ich freue mich morgen mit Markus, den Trade-Scanner mal in der Größe vorzustellen. Es gibt auch eine kleine Überraschung auf jeden Fall. Also das nicht versäumen. Von daher freue ich mich, wenn ihr morgen mit dabei seid. Also von meiner Seite aus, Nelson, bin ich jetzt durch und hoffe, dass du jetzt die Verabschiedung für mich übernimmst. Ja, sehr gerne. Aber erstmal bedanke ich mich für das Webinar. Ich finde es immer wieder interessant, macht echt Spaß mit dir und ja, die hier deine Strategie entsprechend auch zu verfolgen. Und freue ich mich natürlich auch auf das Webinar morgen. Vielen Dank an alle, die heute live dabei waren und sich für das Thema interessieren. Auch gerne morgen vorbeischauen. Und ansonsten, wenn Sie heute noch handeln, natürlich noch viel Erfolg, aber auch für die restliche Woche eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund und entweder vielleicht bis morgen oder entsprechend bis zum nächsten Termin. Und Carsten, du hast nichtsdestotrotz das Schlusswort. Vielen Dank. Ich sage einfach mal Tschüss und bis morgen.